In Frankreich und in der Schweiz sind bei Antiterror-Einsätzen mindestens 10 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren festgenommen worden. Sie sollen einen Anschlag in Nizza geplant haben. Unter den in Frankreich Verhafteten ist auch ein 27-jähriger Schweizer. In den Schweizer Kantonen Neuenburg und Waadt fanden ebenfalls Razzien statt. Dabei wurde eine 23-jährige Kolumbianerin festgenommen. Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Behörden durch die Messenger-App Telegram und nach der Befragung eines 13-Jährigen aus einem Vorort von Paris. Koordiniert wurde die Antiterroroperation vom Joint Investigation Team, in dem französische und Schweizer Ermittler zusammenarbeiten.